Shalom Aleichem, wir lernen Shmiras Aloshoin von Chofetz Chaim, bewahre deine Zunge, 11. Tammuz, Kreis 2. Liebe die Freundschaft. Und wenn der Mensch wird darüber denken, tief, das ist eine Mitzwe, gut zu reden, gut zu denken, gut zu urteilen der anderen Leute. Und die ganze Mitzwa von Liebe dem Nächsten wie dich selbst, heißt, rede über dem anderen, das was du willst, soll man reden über dich. Wenn du liebst jemand wirklich, wirst du nicht reden über ihm, loschen Hore. Wirst du nicht über ihm reden, übel rede, weil du ihm liebst. Stell mal vor, jemand redet über deine Frau, über deine Kinder, über deine Eltern. Du liebst sie, du willst nicht, soll man über sie Schlechtes reden. Und deshalb, ein Mensch, wenn er will, ausüben, mekayem sein, die Mitzwe von V'ahavta l'recho kamocha, liebe dem Nächsten wie dich selbst, so wie es steht geschrieben in Vayikra 19, 18, er wird achten. Und so wird, wenn ein Mensch hat gemacht einen Fehler, er hat etwas gemacht nicht in Ordnung, stimmt. Und Menschen stehen und reden in dieser Sache. Wenn er war dabei und er hört die Leute reden, er hätte gerne was gesagt, erklärt, erzählt, dass es gibt noch einen Blinkwinkel, vielleicht wird er sich entschuldigen. Gib dem Mensch eine Chance, warum ihn zu töten beim Reden. Und da wird er suchen, stark, soll jemand über ihm doch ein gutes Wort legen und bevormunden und verteidigen. Genauso wie du willst, soll man über dich, über deine Mischproche, über deine Firma, über deine Clique, über dein Land, soll man gut reden, mach das auch über dem anderen. Diese Mitzwe vom Liebe dem Nächsten ist auch vor dem Handlung. Damit soll der andere soll nicht zum Schande und Schmach kommen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch kommt zu einer anderen Stadt zu machen eine Hochzeit von seinen Kindern oder er selbst kommt irgendwo zu wohnen und er weiß nicht, wie die Leute sich benehmen, manieren, handeln, wie sie sich führen in diesem Ort. Was will er? Er will, soll jemand ihm helfen, ein wahrer Freund, soll er ihm sagen, wie ist die Mentalität, wie ist die Sitte von diesem Ort. Damit soll er sich richtig benehmen, soll er nicht etwas falsch tun oder machen. Von was soll er sich vorsichtig sein und nicht schämen in dieser Stadt. Genauso, wenn du siehst, dein Freund tut etwas nicht gut oder du siehst, der geht bald fallen, das wird ihm sein keine Ehre, sag ihm, lass ihm wissen, warte nicht, soll er fallen, warne ihm vorher. Damit soll er sich nicht schämen. Das heißt, wenn du siehst, einer von deinen Freunden, der sich nicht gut benimmt, ruf ihm an unter vier Augen und sag, in dieser Stadt macht man Azoi und Azoi, das sind die Regeln, so wird gemacht, so wird nicht gemacht, das passt nicht. Und so wirst du dem anderen retten von Schande und achten auf seine Covid. Liebe dem Nächsten wie dich selbst, achte auf seine Ehre, so wie du auf deine Ehre achtest. Shkoyach.